Zu diesen Dingern hier gibt's ein ganz großes Missverständnis. Eine Läufigkeitshose ist nicht dafür gemacht, dass die Hündin sich dann nicht mehr selbstständig sauber machen kann. Das kann sie, sie geht dann einfach mit ihrer Nase darunter und kann sich nach wie vor putzen. Die Dinger sind wie eine Art Auffangbehältnis gedacht. Damit, wenn die Hündin sich durch die Wohnung bewegt, hier hinten nichts auf den Boden tropft. Oder damit zumindest das Risiko minimiert wird. Holzboden mag sowas nämlich nicht. Es schränkt die Hündin aber nicht in ihrem natürlichen Handlungsfreiraum, sich sauber zu halten ein. Falls das der Fall sein sollte, habt ihr entweder nicht das richtige Produkt oder eure Hündin ist hohl. Das müsst ihr entscheiden.